Und damit herzlich willkommen zum vierten Spieltag der GTL gegen den lieben McKay und sein Team. Das war Burning Bennett. Ja, gegen sein Team Burning Bennett und ja. Wir haben letzten Spieltag gewonnen, aber es ging jetzt 2-1. Wenn wir jetzt diesen Kampf gewinnen, stehen wir 2-2. Wenn wir verlieren, dann 3-1. Das war 3-1, finde ich nicht so schön. Aber es könnte noch alles passieren, ja. Er hat aber damit ein Bennett. Ein Boreos in der Tegas-Form, ein Necrozma, ein Mammutl, ein Viridium und ein Vikavolt. Ja, ich habe jetzt mit Vikavolt und Viridium nicht gerechnet. Ich weiß, dass McKay ein PUNU-Spieler ist, aber ich wusste nicht, dass er die beiden mitnimmt und die gut man spielt. Ich habe mich aber trotzdem darauf vorbereitet. Ja, Bennett ist ein Signature, was eigentlich am Ende ziemlich stark ist noch. Was ziemlich viel Probleme machen könnte. Mammutl natürlich so ein kleines Weepen, vielleicht mit dem Joy Scar, vielleicht irgendwas nicht. Boreos natürlich mit dem Belebekraft, was ziemlich stark ist. Dann halt die Crossman, was einfach nur abpacken will und nerven, ja. Aber ich hatte dabei ein Life-Orb-Katana mal wieder. Wahrscheinlich, ich habe das gleiche Set wie letztes Mal und sorry, dass ich vergessen habe, letztes Mal. Natürlich sind wir die Kämpfe und mein Zweikanal und alles wieder unten in der Beschreibung. Und ja, ja, ich habe Katana mit Live-Up, gleiches Set mit Sword Dance, um wir am Ende zu sweepen zu können. Leider bin ich bei Katana blöd, dass er keine Prior hat, aber ist es trotzdem ziemlich schnelles Pokémon und einer meiner schnellsten Pokémon des Teams. Dann habe ich Terrakion mit dem, weil wir mit dem Choice Scarf und ziemlich, ja, macht ein gutes Play gegen den Boreos, gegen den Mammutl und gegen seinen Vikavolt und gegen den, Viridium nicht, aber vielleicht sogar gegen den Necrozma, mal gucken, aber ja. Macht eigentlich ziemlich guten Work mit Joy Scarf. Ich auch Speeder halt alles außer seinem Mammutl, wenn es Joy Scarf ist. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ist wie ein paar Wochen her. Und ja, dann habe ich Hupamel, nee, Rotomosch mit dem Leftovers Überrest mit. Diesmal nicht mit Thunder, sondern mit Voltwechsel, Hydropumpe, Will-O-Wisp gegen sein Mammutl und Viridium und Bennett und alles, ja. Und dann noch, ja, da habe ich jetzt Uber mit und ich will mal das Fenster zu machen, ist egal. Ich habe Uber mitgenommen, weil Uber ist ein ziemlich gutes Pokémon gegen ihn. Es hat Fox Bass einen guten Spezialangriff und Spezial Death gegen seinen Boreos ziemlich gut, gegen seinen Necrozma ziemlich gut. Und ja, ich weiß, dass die Crossman eine Geisterträger hat, das ist vielfach effektiv gegen uns, aber trotzdem ist es gut. Ihr könnt einfach eine Focus Pass rausholen und einmal Mutl One-It mit unserem Investment. Wir haben drauf das Item Joy Specs, um nochmal alles zu sweepen und ja. Am Ende noch wirklich zu sweepen. Wir haben ja jetzt Cup mit Joy Scarf hier noch gewonnen. Aber jetzt haben wir gewinnen, ja. Dem Joy Specs vielleicht. Oder vielleicht gewinnen wir. Vielleicht verlieren wir. Dann habe ich noch meinen Dunfarm mit, das ziemlich gut ist. Würde ich jetzt nicht sagen. Er hat halt zwei Pokémon, das eine Bodenimmunität haben und ein Viridium mit und ein Mammutl mit und ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich habe ich wegen den Abschlag mal wieder weggenommen, genau. Und vielleicht wie Stealth Rock, weil es gegen Vikavolt, gegen Mammutl so halb ist, gegen Boreos gut sind. Ach ja, das alte von Anfang ist natürlich die Rindleberry gegen sein Viridium, weil ich dachte nicht, dass Viridium mit, aber vorsichtshalber nehme ich mal das mit, weil ich kenne McKay. Dann habe ich noch ein Fuego mit dem Chess Band, was ziemlich stark ist. Wir haben hier komplett Scheiß. Chess Band war hier dann Wahlband 1 plus, was ziemlich stark ist. Ich wusste nicht, dass es viel Super Attack wie Fliegschleif. Ah, Super Käfer Attacker hier drauf hat und ja, ziemlich gut ist, aber nicht gegen sein Team, weil wieder Leechlife ist nur gegen den Crossman gut und wir haben zu Recover mit Choice Band, was gut viel Damage machen und so gesagt viel gibt, aber da gibt es Dark Lariat, das viel besser ist, oder einfach ein Feuerattack gegen Viridium, Mammutl,
habe ich halt eine Kampfattacke Durchbruch drauf, oder? Habe ich Durchbruch drauf? Ich weiß nicht mehr. Ja. Ist halt, und natürlich für sein Ballett, das ist natürlich auch ein Fliegenfutter. Aber egal, wir beginnen mal, weil wir so gestresst wie möglich. Ich hasse Fliegen. Englisch gekämpft. Ich starte mal wieder zum vierten Mal mit Lichtbosch, mit grüne Ute. Er geht auf Bumerang-Schädel und ich versuche direkt zu Willowism, natürlich misst er. Ja, ich gehe auf mein Benjamin Steinchen. Jetzt kriegt natürlich ein Crit und ja, die Rinneberry und so kann ich damit mein Benjamin Steinchen vergessen. Ich drücke aber Firefang. Ich hätte lieber die Tarnsteine rausgeholt. Ja, ich gehe auf mein Origami, was in League Fight nicht viel Damage machen würde. Und ja. Er geht in Sirius rein, ich drücke ein Sacred Sword, was null Damage macht gegen ihn, null. Ich bin live aufgrund der Ass mit Rocky Helmet, da sieht man, er ist voll diese Stelle, was ziemlich gut ist. Er holt den Trick Room aus und drückt den Toxin auf mein Nicht-Bosch, was schlimm ist. Egal, ich drücke auf mein Nicht-Bosch, Shadow Ball, Chippen gut an, dann auf Dart, nochmal Hydro-Pumpe, weil ich schon dachte, rausquitschen, ja. Eigentlich würde ich jetzt auf wegen dem Steinchen, um das Pokémon zu abfahren. Das macht nichts mehr. Ich hätte die Tarnsteine lieber rausgeholt, als Firefang auf Viridium zu drücken. Ja, ich hole mein Spanier rein. Und er geht auf grüne Ute. Ich drücke Leechschleife und es macht ultra viel Damage gegen grüne Ute. Ja, er geht auf Superpower gegen mein Nichtbosch. Ziemlich viel Damage, wie ich gesehen habe. Ja, ich denke Gott sei Dank noch einer, aber egal. Er geht auf den Bumerang-Schädel. Ich wollte diesmal nicht sagen, auf. Auf Logos gehen, ja. Ich gehe auf mein Aladdin, ich auf Psy-Shock, was ziemlich gut ist und das könnte natürlich, aber es mattert nicht. Er geht auf Rasterroute, drückt einen Dark Pulse und klettert mit meinem Aladdin. Er steht gerade 5-4, was nicht so gut ist. Egal, ich gehe auf meinen Red Bull und Stone Age und kill damit Rasterroute. Was Rasterroute hat mir gesagt, war nur für Altarien mit. Ich hatte keinen Altarien mit. Ja. Er rückt Monix an, ich krieg Toxin damit und so. Und drücke Hydro-Pumpe, sehe Hydro-Pumpe stärker als Spukball, bedeutet Spukball, muss ich nicht mehr drücken. Er drückt wieder die Morningstar und mein Nicht-Bosch Stall. Natürlich treffe ich Hydro-Pumpe nicht, da ist ein klar, mein Pech an diesem Tag. Egal, ich gehe auf mein Spanier zurück, er drückt nochmal Toxin, was ein guter Predict war von ihm. Ich hätte auch vielleicht in mein anderes Pokémon mit Abschlag reingehen können, egal. Ja. Was er macht mir halt ziemlich viel Damage und ich gehe nicht vor Spiel so gesagt schon opfern, weil er macht es macht nichts mehr. Er hat halt noch sein Pokémon, dann gehe ich aber trotzdem raus auf den Doppelswitch und er kann halt safe. Er hat tatsächlich einen Trick und geht damit ein Photon hier meine Pokémon, aber ja. Ich denke Gott sei Dank noch ein Photon Gasier mit Red Bull und dann kann er den bringen. Das macht nichts. Man sieht dieses Sirius ist ziemlich stark gegen mein Team. Ich habe auch ziemlich hart gemistet, wie man merkt. Ich hätte einfach dieses Pokémon, ich hätte einfach Toxin auf irgendein Pokémon gegen Sirius mitnehmen können und dann hätte ich Sirius rausgekriegt. Egal, ja, damit kriege ich jetzt aber mit Darkes, Lariat, Spanier raus und überlebe mit 4%. Aber jetzt kommt ein Burning Bee und es geht nicht mega und drückt Shadow Sneak. Shadow Sneak. Und Shadow Sneak. Wie gesagt, und die Scheißfliege fliegt einfach in mein Gesicht rein. Ich habe mir gerade einen Kopf gegeben. Ja. Wie ihr seht, wir wurden jetzt am Ende noch von Burning Bee gekillt, noch abgestaubt. Ziemlich lustig war. Aber der Dreck jetzt auf Burning Bees Seite. Wir haben 3-0 verloren, was ziemlich bad ist. Aber ja, ich hab's damit gelebt. Ja, ich könnte sagen, der Willowisbist hätte gemeldet auf Viridium, ich hätte, aber ich habe viel richtig hart gemisst und hab halt mein Teambild mein Teambild halt ziemlich verkackt und hab mich nicht auf Sirius hart konzentriert, egal. Aber trotzdem, er hat gut gespielt, hat ein gutes Teambild gehabt und deswegen lasst ein Like da, Kämpfe, Battle, alles in der Beschreibung, könnt ihr alles nachgucken und ja. Sehen uns. Bis dann und tschüss!